Sprengkapsel spielen. Rear Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Sollen wir nochmal aufs Terminal zugreifen? Freigeben. Okay, hier kann man nichts machen. Ja, hier kann man ja nichts machen, ist klar. Was war das? Ich bin hier nicht alleine, das weiß ich immer. Wo geht's denn jetzt hier runter? Hier nicht. Dann seid ihr mal wieder. Ich bin so blöd. Statt ich mich mal hier an der Bar mal umgucke, was sehe ich da? Hier kann man einen Schacht öffnen. Oh Mann. So. Eigentlich geht's weiter. Ich folge einfach mal dem Licht hier. So. Hier wackelt schon wieder alles. Ich meine, ganz ernsthaft, ich habe mich überall umgeguckt. Das muss... Ey, und dann ist es nur so ein komischer Lüftungsschacht. Oh Mann. Okay. Ah, hier kann ich den Schacht wieder öffnen. Okay. Und rausklettern. So, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auf der richtigen Fährte? Ah, jetzt sind wir endlich da, wo wir sein sollen. Hier fällt alles auseinander. Das glaube ich langsam auch. Weil dieses Gerümpel hier. Also auf jeden Fall, ich schneide das auf jeden Fall noch zusammen. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie, da wie gesagt, 30 Minuten herumlaufe und den Eingang suche. Das wollen wir ja nicht. Ihr wollt ja natürlich auch ein bisschen mehr sehen. Jetzt komme ich hier nicht mal weiter. Oh Mann, geht das schon wieder los? Hey. Nee. Wo ist meine Leuchtfackel, wenn man sie mal braucht? Hä? Ja, beim Suchen habe ich meine Leuchtfackel verbraten. Oh, was ist denn das jetzt? Ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, oder was? Was bist du denn hier? Ach, hier benutzen. Einfach nur simple Sachen, die ich einfach übersehe in diesem Spiel. Das ist nicht gut. Okay. Hier durch. Und hier hinter durch. So. Achso. Was zur Hölle war das? Wie gesagt, nicht alleine hier. Komm raus, stell dich. Weil dieser Lichteffekt ist noch einfach nur genial. Kann man den Schatten sehen? Nee, schade. Naja. So, Karte. Okay, gehen wir durch die Tür hier.
krassen Lichteffekte einfach nur genial. Okay. Was ist das hier? Wartungsheber benötigt. Okay. Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Hier auch. Da geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal in diese Richtung. Okay, ich war schon richtig. Aber ich brauche den Wartungsheber. Denn da kann ich, bin ich wahrscheinlich dann auf dem richtigen Weg. Ah, hier. Wollen wir den Strom aktivieren? Aha. Vielleicht liegt hier noch irgendwas drin, was ich gebrauchen kann. Ich gucke mich jetzt wirklich überall um, nicht, dass ich hier was übersehe oder so. Ja, von da kam ich ja. Nee, Quatsch. Doch, von da kam ich, bin hier durchgegangen und dann hier hoch, genau. Ist die Tür jetzt offen? Nee, hier sind wir noch zu. Hier ist alles zu. Wartungsheber. Was ist das hier? Blinkt was? Das ist eine Lampe. Gehen wir mal zurück. Boah, Alter! Alter! Jetzt geht's los hier, Mann. Verstecken. Jemand Schach gespielt? Mhm. Ja, was ist das? Sterner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Hm. Ah, speichern. Ganz wichtig. Überall braucht man diese Wartungsheber. Hier könnte was drin sein. Hm, oder auch nicht. Oh, Scheiße. Wow. Ich glaube, da, der hat meinen Wartungsheber. Komme ich da rein? Ja, wahrscheinlich den Strom wieder anmachen oder so.
Ah, hier ist ein Schacht. Okay. Klettern. Okay. Überall Blut. Nicht gut. Oh. Da ist ja der Wartungsheber. Hey, weh, du zuckst jetzt. Lass los. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Oh ja. Wir wollen ja noch weiterkommen hier. So. Erstmal weg damit. Halten. Links. Und tschüss. Gut. Ich gehe lieber zurück. Oh, das ist echt creepy. Irgendwie. Vor allem hier so eine Geisterstation hier. Wo muss ich denn überhaupt längst? Ah, hier. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie? Ripley. Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Dankeschön. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu den ersten Transit Verrückten getroffen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? So. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey! Keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Und tschüss. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Okay. Ich hoffe, ihr Boah, diese Gänge, die faszinieren immer noch, diese mit den Lichteffekten und so. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Ah, okay. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ja, was meinst du, was ich gerade gemacht habe? Raumfahrtterminal, Frachtbereich
Irgendwie in der Ruhe, Kollege. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Chef schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Ich hoffe, wir wissen alle wer. Verdammt. Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Okay. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Folgen Sie Axel in die Schächte. Lass mich rein. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Mitnehmen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja. Das sind Kuh hier gerade. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Okay. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Ah. Mein Headset. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Nee. Dann los. So. Moment, ich will erstmal speichern. Speichern. Hier lang. Keine Batterie. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Finden Sie den Schachteingang. Okay. Achso, den muss ich... Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Die Vermissten, oder? Axel, ist das der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Also der ist rot markiert, ne? Also ich würde sagen, das ist der. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Noch. Los jetzt! Und rein. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Gut zu wissen.
Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass wir sauer werden. Wir schaffen es, das verspreche ich. Folgen Sie mir! Sind das Marines? Du bist nicht ernsthaft mit dem Kopf jetzt durch die Wand durchgegangen, ne? Also, gut, wenn es funktioniert. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Super. Ich bin noch da. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Was ist? Das hat meine Karte. Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ich schau mir mal aus. Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Das ist Terminal. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten! Überraschung, Freunde. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Oh. Kommt mit. Und jetzt? Ich glaube noch immer, dass wir mehr Scheiße. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Oh. Wer ist da? Kommen Sie raus, dann... Was ist auch wahr? Ich glaube, es ist kaputt zu sein. Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier auch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Ratte? Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein. Ich weiß doch... So, wo ist hier hin? Auch nicht. Irgendwer macht uns hier Ärger. Wahrscheinlich die gleiche Person, die unsere Sachen gestohlen hat. Das ist beängstigend. Deswegen haben wir ja auch Waffen. Na los, hilf mir den Schalter zu finden, um ihn wieder anzuwerfen. Hä, wo muss ich denn hin? Achso, durch die Tür wahrscheinlich. Warte auf mich. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang, seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Hab ich noch irgendwas? Nö. Ich will hier durch. Ja, danke. Hm? Ah, hier. Wie weit noch? Fast da. Transit ist der Tüft. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Ach, da ist er. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. So, Terminal. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Okay, kann ich nichts aktivieren? Ja, auch nicht, okay. Das ist schon mal erledigt. Gut. Ja, und warum geht er nicht weiter? Er ist aus. Die
Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Oh Mann. Du da? Oh Mann. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Axel, hinter ihm. Hinter dir. Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass dich los, verdammt. Komm her. Da. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Das ist schon wahr schon. Er schießt sie. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Weg, weg, weg. Lauf doch. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? So, liebe Freunde, und damit beende ich mein Angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein wenig in die Story einleiten, denn ich wollte das Angespielt nur machen, um euch zu zeigen, worum es geht, also worum es in dem Spiel geht, halt, und ich wollte euch auch nicht so viel zeigen, weil jetzt wird es zwar erst spannend, aber wie gesagt, es ist mal leider ein Angespielt. Ja. Let's Play wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ich werde auf jeden Fall noch für euch den Survival-Modus zeigen. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Video zu machen und eventuell auch zu den DLCs. Achso, was ich noch sagen wollte, also ich finde das Spiel ist einfach nur hammergeil. Es macht richtig viel Spaß und es sieht auch optisch hammergeil aus. Es macht einfach nur Spaß. Ja. Also ich würde sagen, also für einen richtigen Alien-Fan ist das Spiel echt top. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall definitiv besser als Colonial Marines, muss ich sagen. Also, naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Didi. Tschüss.